Sie sind hier, 12. Januar 2019, 15.28 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Nico Ile wurden bei der Eisschnelllauf-EM 5. Urheberrecht Getty Images. Bei der Eisschnelllauf-EM präsentieren sich Nico Ile und Joel Dufter in guter Verfassung. Ile wird 5. Ein Patzer kostet Dufter eine bessere Platzierung. Die deutschen Eisschnellläufer Nico Ile und Joel Dufter haben sich bei den Sprint-Europameisterschaften in Klobenstein, Italien in guter Form präsentiert. Ile lief am Samstag im zweiten 1000m-Rennen in 1:09:45 die drittbeste Zeit des Tages und sicherte sich in der Gesamtwertung mit 141,335 Punkten den 5. Rang. Über 500 Meter hatte sich Ile im Vergleich zum Freitag auf der Freiluftbahn in Südtirol in 35,46 Sekunden um rund 0,5 Sekunden gesteigert. Dufter patzte im zweiten Rennen über die Kurzdistanz 36,00, machte den schwachen Lauf mit einer starken 1000m-Zeit 1:09:57 aber wett. Nach je zwei Rennen über 500 Meter und 1000 Meter belegte Dufter mit 141,905 Zählern Rang 7 in der Gesamtwertung. Pechstein nicht am Start. Knapp einen Monat vor der Einzelstrecken-WM in Inzell war die EM für die besten deutschen Sprinter eine gelungene Standortbestimmung. Den Titel sicherte sich der Niederländer Kai Ver bei 139,085 vor 500m-Olympiasieger Howard Lorenzen 140,420 und Henrik Rucke 141,155, beide Norwegen. Hendrik Domvik, 146,355, musste sich mit Rang 16 begnügen. Bei der parallel ausgetragenen Allround-EM ging Gold an die Niederländerin Antoinette de Jong, die nach Rennen über 500 Meter, 1500 Meter, 3000 Meter und 5000 Meter auf 162,918 Punkte kam. Roxanne Dufter 169,619 wurde 8. Michelle Ulrich 128,702 hatte sich nicht für das Finale der besten 8 qualifiziert. Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein hatte ihre Teilnahme aufgrund von Rückenbeschwerden abgesagt. Von Sportinformationsdienst.